Ich bin Toni Sieg, bin 24 Jahre alt und ja, wohne in Grüneberg. Ich bin Mitglied des Gemeindekirchenrates, bin Gemeindevertreter, SPD-Fraktionsvorsitzender und bin im Ortsbeirat Grüneberg aktiv. Und natürlich Mitglied des Projektes Grüneberg erinnert. Ich bin Anne, 24, angehende Lehrerin hier aus Grüneberg. Ich bin Lehrerin für politische Bildung und Spanisch. Ich kann mich noch genau daran erinnern, Frau Schlenker ist damals nach Grüneberg gezogen. Sie war damals unsere neue Pastorin gewesen und ich habe zu der Zeit damals gerade mein Abitur gemacht. Ja, ich habe halt eben von meinen Dingen erzählt, die ich damals in der Schule mit meinen Klassenkameraden gemacht habe. Und mir war damals auch schon bekannt, dass wir in Grüneberg ein KZ-Außenlager hatten. Aber viel war darüber nicht bekannt. Also wenn ich zum Beispiel mit meinen Eltern oder mit meinem Bruder darüber geredet habe, die konnten mir mal eigentlich nie dazu irgendwas sagen. Außer die Tafel. Als ich damals als kleiner Junge mit dem Fahrrad dort langgefahren bin, am Bahnhof, dann ja, hat man da zwar immer eine Tafel gesehen, aber man hat sich nie so wirklich Gedanken dazu gemacht. Ich habe als Kind immer diesen Gedenkort hier gesehen, diese einfache Platte und wollte immer wissen, okay, was hat es damit auf sich? Weil es wirkt ja schon alles sehr unscheinbar. Und mich hat das einfach total interessiert, weil es ist auch mit meiner Heimat direkt verbunden. Und ich wollte einfach wissen, was passiert ist. Nicht, weil ich wissen wollte, wer hat dran Schuld, sondern einfach, was ist passiert? Welche Ausmaße hatte das damals angenommen? Einfach, um für mich auch diese Dimension zu begreifen, die es hatte. Als dann Frau Schlenker hier angekommen ist in Grüneberg, hat sie sich dann auch nach Ravensbrück aufgemacht, hat sich gemeldet und hat gesagt, dass ja hier in Grüneberg eben sie was zum Außenlager erforschen möchte. Und die in Ravensbrück sagten dann zu ihr, Mensch, wir haben da jetzt eine neue Projektreihe. Wir suchen auch noch Projektgruppen, die da mitmachen können. Wenn sie ein paar Jugendliche finden, dann können wir das Projekt in Grüneberg starten. Und naja, dann kam sie wieder zurück nach Grüneberg, hat mir von diesen tollen Neuigkeiten erzählt. Und Frau Schlenker hat dann eben einen Aufruf gemacht und hat alle Jugendlichen angeschrieben. Die Jugendlichen sind gekommen und haben gesagt, uns interessiert, was hier in unserem Dorf, in dem wir aufwachsen oder aufgewachsen sind, geschieht. Und ich habe das als Pastorin des Ortes auch als eine Aufgabe gesehen, überlagerte Geschichte sichtbar zu machen. Mir ist das gerade ein Anliegen, die Geschichte des Nationalsozialismus in Erinnerung zu halten, weil der Schoß noch fruchtbar ist, wie wir wissen. Überlagert ist ein Projekt initiiert vom Landesjugendring Brandenburg und dort wären mehrere ehemalige Außenlager von Ravensbrück und von Sachsenhausen näher untersucht, würde ich sagen. Also es ist lokale Jugendgeschichtsarbeit und überlagert hat, der Name an sich hat zwei Sinninhalte, denn es geht über Lager und wie man hier auch sieht, ist es überlagert. Also es ist oftmals nicht mehr viel zu sehen. Manchmal ist es nur eine Gedenktafel oder irgendein Fundament, was an ehemalige Außenlager erinnert. Also ich finde es einfach auch wichtig, die Geschichte halt auch darzulegen, offenzulegen für alle, gerade auch für die nachfolgenden Generationen. Weil, ja, wie kann man Zukunft organisieren? Zukunft kann man organisieren, indem man weiß, was in der Vergangenheit nicht so gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist. Was mich so am meisten überrascht hat, war wahrscheinlich auch diese Ausmaße und das nochmal detailliert vorgestellt, dass wir uns nochmal detailliert beschäftigt haben mit diesem Überfall, sag ich mal, und der Exekution von hunderten Leuten und so aus dem Dorf. Weil das war mir vorher schon bewusst, dass es so eine Vorfälle gab. Das gab es ja auch in vielen anderen Dörfern, die von Nazi-Deutschland besetzt wurden. Aber dass wir uns damit nochmal stärker beschäftigt haben, das fand ich schon nochmal ganz beeindruckend. Was ich nicht vergessen werde, ist, dass die auf die Häftlinge einfach mit so Schäferhunden losgegangen sind. Ich finde, dass auf jeden Fall sich mehr Jugendliche damit auseinandersetzen sollten, weil das ist eigentlich ein Thema, was man jetzt erstmal in der Öffentlichkeit nur ungern anspricht. Das ist ja, tatsächlich mal ein bisschen verpönt, würde ich sagen.
Und wenn jetzt halt sich die Jugend damit auch mehr auseinandersetzt, dann lernt man darüber auch und lernt damit auch darüber zu reden. Für mich geht es nicht um die Schuldfrage. Das ist nichts, was für mich im Mittelpunkt steht. Es ist wichtig, weil rechte und rechtsextreme Tendenzen einfach so präsent sind in Europa und in der ganzen Welt. Und ich glaube nicht, dass es dabei darum geht, mit dem Finger auf Leute oder Generationen zu zeigen, sondern es gilt aufzuzeigen, wie schnell sowas passiert ist und wie schnell es wieder passieren kann. Nämlich indem einzelne Gruppen, gesellschaftliche Gruppen, extrem marginalisiert werden. Das passiert auch heute. Und das ist nichts, was der Vergangenheit angehört. Eine Geschichte, die hier im Ort passiert ist. Also wir haben eine ältere Frau bei uns, auch in der Kirchengemeinde, die damals als kleines Mädchen mit ihrer Mutter über die Grüneberger Straße gelaufen ist. Und damals war es halt eben so, dass während die Kolonne sozusagen durchs Dorf gelaufen ist, eigentlich keine Leute draußen auf der Straße sein sollten oder sein durften. Und sie ist damals mit ihrer Mutter dann damals auch an den Schranken gewesen oder sozusagen vorne an der Kreuzung. Und da ist sich halt die Kolonne mit ihr zusammen begegnet. Und aus dieser Kolonne heraus ist dann eine Frau ausgebrochen, ist zu ihr hingelaufen und hat sie umarmt und hat dabei geweint. Und ja, sie wurde natürlich dann wieder zurück in die Kolonne getrieben und ja, wir wissen halt eben nicht, was mit ihr danach geschehen ist. Also was ich nie vergessen werde, ist wahrscheinlich, dass wie die Deutschen, also die Nazis vorgegangen sind, dass die ganzen Kinder vergast wurden und so viele erschossen wurden. Ich habe halt jetzt auch ein Schicksal bearbeitet, das sich um einen polnischen Jungen dreht, der in Grüneberg am 18. Januar 1945 im Lager geboren wurde. Seine Mutter stammt aus Tykocin, das ist sozusagen in Polen. Und ja, sie war zuerst in Ravensbrück gewesen, danach ist sie nach Grüneberg gekommen nach 3 Wochen. Und ja, dann ist sie wieder zurück nach Ravensbrück. Dann ist sie genau durch das schwedische Rote Kreuz damals dann eben gerettet worden, befreit worden und ist dann nach Schweden gegangen. Und als sie dann 1-2 Jahre in Schweden war, ist sie dann wieder zurück nach Tykocin gefahren, also zurück an ihren Heimatort. Und hat dort eben auch einen Verein gegen das Vergessen aufgebaut. Und der Janusz Rakowicz, der lebt heute noch. Und mit dem haben wir jetzt eben einen Briefwechsel zusammen. Und ich habe vor 2-3 Tagen eben die allererste Antwort von ihm bekommen und war natürlich gerührt. Und ja, als er dann geschrieben hat, dass er sich wirklich freut, dass sich noch Jugendliche für diese Geschichte interessieren und das noch aufschreiben wollen, naja, das, also so eine Sätze geben mir einfach auch Kraft weiterzumachen, weil diese Leute wollen eben auch, dass wir da sind, dass wir die Sachen aufschreiben und dass das halt eben nie in Vergessenheit gerät. Naja, und dann will man natürlich ja eigentlich weniger sich selber darstellen oder das eigene tun, als vielmehr die Schicksale der Häftlinge. Das ist ja das Eigentliche, warum wir es machen, um das sichtbar zu machen. Nicht? Und ich will mal sagen, als wir angefangen haben, also ich habe in Ravensbrück im Archiv mir mal zeigen lassen, was habt ihr denn für Materialien, für Unterlagen und Dokumente, Fotos womöglich vom Außenlager Grüneberg. Und da griff die Archivarin in einem großen Regal und holte einen Aktenordner raus. Der war zwar so breit, aber da drin war nur so viel. Und da waren schon die obersten Zeitungsausschnitte von uns selbst. Ja. Also da habe ich gedacht, oh, jetzt musst du wirklich bei Null anfangen. Ja. Naja, und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben hier viele Interviews gemacht mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und das war ganz erstaunlich. Und dann ist es uns wirklich auch noch gelungen, noch lebende ehemalige Häftlingsfrauen zu finden. Und das ist natürlich toll. Und überhaupt ist diese ganze Arbeit mit den Angehörigen ist so eine große Lebensbereicherung, auch für die Jugendlichen, ja.
Das finde ich auch immer wieder ganz wichtig, dass man auch von den Betroffenen, von den Opfern, Familien sozusagen dann plötzlich mit dem Enkel in Kontakt kommt oder so, ja. Für mich ist es auch, ich muss auch sagen, für mich ist es auch so ein bisschen so eine Aufgabe oder so ein Denkweise, die meinen ganzen Alltag durchzieht. Ich meine, ich bin Lehrerin für politische Bildung, da begegnen einem auch im Unterricht genug Dinge, die zu problematisieren sind, die zu hinterfragen sind. Und auch dabei geht es nicht darum, mit dem Finger auf Leute zu zeigen, sondern einfach aufzuzeigen, wie wichtig ist das. Und ich muss auch sagen, persönlich für mich ist es auch wichtig, mein Freund hat einen Migrationshintergrund und ich habe schon viel Vorurteile, viel Anfeindungen ihm gegenüber erlebt. Und ich möchte auch einfach, dass es für alle Menschen, die in dieser Gesellschaft oder in anderen Gesellschaften leben, ein sicherer Ort ist, dass sie sich sicher fühlen, dass sie sich entfalten können und dass wir mit unserer Geschichte umgehen, weil sie ist nun mal da und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und da geht es nicht darum, in der Vergangenheit rumzubohren, sondern einfach für die Zukunft sicher damit umzugehen. Also ich würde mir wünschen, dass der jetzige Gedenkort erweitert wird, und zwar, dass man sich dort informieren kann, ganz detailliert, aber auch im groben Überblick, was hier geschehen ist. Und hier ist Unglaubliches geschehen, denn das war wie so ein kleiner Kosmos hier, so ein Außenlager von 1500 Personen und dazu die ganze Struktur von Aufseherinnen und dem Kommandanten an der Spitze und so. Und hier ist Ungeheuerliches passiert. Alles, was in Ravensbrück passiert ist, bis auf das Krematorium natürlich und bis auf die Massentötungen dort, ist hier auch alles passiert. Also hier sind auch viele Menschen gefoltert worden und an ihren Folterungen gestorben und verhungert und von einer wissen wir sogar, dass sie auf dem Gelände begraben wurde. Deswegen würde ich mir wünschen, dass die Gemeinde als erstes stoppt, dass da weiter Bauland vergeben wird auf dem Gelände. Aber es sind noch weitere Baugrundstücke da auch ausgewiesen und ich finde, die Gemeinde sollte als erstes für sich entscheiden, wir wollen da auf dem Gelände nicht bauen. Wir wollen das für spätere Generationen so aufheben, dass die da dann auch ihre Art des Gedenkens finden können. Und das muss auch sein können, dass man dort das Lagergelände wieder sichtbar macht. Ich würde mir einfach wünschen, dass der Lernort pädagogisch mehr genutzt wird. Ich würde gar nicht mal sagen bildungspolitisch, aber einfach, dass dieses Potenzial des Lernortes mehr erkannt wird, weil es ist einfach ein außenschulischer, politischer und historischer Lernort und Jugendliche oder ja, Kinder und Jugendliche sollten eigentlich erfahren dürfen, was ist hier passiert, welche Auswirkungen hat das auch noch auf heute. Und ich finde, dass diese Rezeption oder diese Öffentlichkeit einfach noch nicht ausreichend da ist, obwohl das Potenzial durchaus da ist. Ich muss sagen, dass mich natürlich alle Schicksale sehr beschäftigt haben, aber ich muss auch noch, also wenn ich daran zurückdenke, wie wir in Ljubljana waren bei Dana Valic und den anderen drei Frauen, sie sagte zu uns, dass es an uns liegt, diese Vergangenheit aufzuarbeiten und den Weg für die Zukunft aufzubauen für junge Menschen in Europa. Und es hat mich echt ergriffen und ich musste danach auch noch oft daran denken. Und das ist für mich auch oftmals die Motivation dahinter, muss ich sagen. Also das ist so tatsächlich die Geschichte, die sich da rauskristallisiert unter den ganzen Dingen. Es ist nämlich so, dass es an so einer Informierung über das, was hier in Grüneberg im Außenlager passiert ist, auch ein übergeordnetes Interesse gibt. Die Allgemeinheit hat ein Recht darauf, zu erfahren, was hier passiert ist. Und das sind eben nicht nur die Grünebergerinnen und Grüneberger, für die das der neue Gedenkort sein soll, sondern es sind Menschen, die sich aus unserer Gesellschaft dafür interessieren und hierher kommen wollen. Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die Leute das hier in Grüneberg wahrnehmen, akzeptieren auch und sich auch mit der Geschichte beschäftigen. Also ich finde auch, dass der Ort an sich gerade dann einen großen Sprung machen würde, wenn wir dieses Lager aufgearbeitet haben, alle darüber Bescheid wüssten. Und dann würde ich mir wünschen, hier in Grüneberg, dass
diejenigen, die diese Sache gut finden und die auch unsere Arbeit vom Arbeitskreis gut finden, dass die sich noch lautstärker zu Worte melden. Es sind immer die, die dagegen sind, sehr laut. Und dann denkt man immer, es sind ganz viele dagegen. Und ich würde mir wünschen, dass man einfach mehr Positionierungen hat, auch für die Sache und für das Anliegen.